Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Torchlight 2. Das ist inzwischen Aufnahme. Die Folge Nummer 3 in dieser Aufnahmesession. Weil ich habe gerade einen guten Lauf und ein Fuhlenrad in seinem Lauf hält nicht mal Müdigkeit auf. Kann man so sagen. Muss man aber nicht. Und auf jeden Fall hoffen wir mal, dass wir in dieser Folge jetzt den Nether abschließen. Nachdem wir in der letzten Folge schon Minecraft erspielt hatten hier in Torchlight. Und ich das natürlich immer noch recht amüsant fand, dieses Easter Egg. Aha, und was ist das hier schon wieder? Aha. Tödlich, das ist es. Diesen Weg hier habe ich gar nicht mitbekommen. Tja, man bekommt so vieles nicht mit, wenn man müde ist. Oder blind. Vielleicht auch beides. Und diese Dinger hier erinnern mich irgendwie an Half-Life. In der Endwelt gab es ja sowas. Damit konnte man sich den Endkampf gegen einen der Bosse wirklich leichter machen. Mal sehen, vielleicht gibt es dieses Element hier auch. Netherklauen, die auf den Gegner einprügeln, während man ihn vernichtet. Wobei. Nee. Wobei. Wer weiß. Es wäre auf jeden Fall mal eine interessante Idee, wie ich empfinde. Oh nein, Tentakel. Hat sich ausgescheusalt. Wenig Mana. Ich sollte mal regenerieren. Ich bin keiner von diesen physischen Klassen, die kein Mana brauchen. Oh Gott. Und natürlich fliegt ihr weg. Es hat mich anzugreifen. Teleportation. Warum? Warum muss sich eigentlich jeder verdammte Gegner hier teleportieren können? Mana nicht ausreichend. Ruhe. Ja, na also, es geht doch. Hier, schaut mal, diese riesige Pflanze sieht irgendwie aus wie die Sumpfblume, die es in Ratchet & Clank 2 gegeben hat. In einer der ersten Welten. Die haben auch so gekaut. Na gut, die hatten auch nicht so eine Zähne im Original. Aber was soll's. Ich hoffe mal natürlich, dass dieses Gebiet nicht mehr allzu lange geht. Oh, und da ist das Tor zum Außenwelt. Ich hab's auch beschrien. Irgendwie lustig. Tja, selber schuld, wenn du es beschreist, Junge. Ja, auf jeden Fall erfreue ich mich an der Explosion meiner Gegner. Und dann heißt es wieder... Ab nach Hause, Mieze. Da wollte sie sich gerade wieder auf den Rücken rollen. Ja, Mieze, du musst auch was tun für dein Futter. Und dann wollen wir erstmal... Oh ja, das sind sie. Sehr schön. Der Beigeschmack nach blutigen Taten und ausgelöschten Leben an den Knochen ist köstlich. Der Handel gilt. Kommt, lasst uns unverzüglich aufbrechen. Na dann, auf geht's. Möchtet ihr Kicherspuksreich reisen? Ja. Und jetzt wollen wir Kicherspuk den Arsch versohlen. Diese fiese Hexentroller. Natürlich. Können wir da jetzt nicht drauf?
Und da die ja was von untoten Armeen gefasst hat. Ich habe gerade Grasschlüpfer gelesen. Ups. Tja. Wenn all ihre Untergebenen so kämpfen, dann frage ich mich wirklich, wie die die Weltherrschaft erringen will. Hm. Naja. Da hilft nur Masterstadtklasse. Ja, ist gut. Jetzt kommt endlich näher ran, damit ich halt zerstören kann. Natürlich darf man jetzt wieder 100 Kilometer rumlatschen. Ich habe nämlich keinen Bock, der Kicherspuk dran Tante zu begegnen. Na, also es geht doch. Tja. Imitator. Imitator, Mimix, ich hasse sie. Und übrigens, was passt denn hier bitte schön in so eine kleine Butze? Schläft die im Stehen oder was? Hm. Verstehe ich zwar nicht, aber so ist das halt. Da, die können hier irgendwo ranklettern. Ich natürlich nicht. Und dann wollen wir ja mit unserem Laserstrahl mal durchdrehen. So, Kicherspuk. Flaschenkürbis? Ach so, natürlich muss die noch gerufen werden. Aber vorher klären wir erstmal das Kampfgebiet ab. Yazurin. Aha, ist das eine Untergebene von Kicherspuk? Nicht genug, ja, natürlich. Tschüss. Auf jeden Fall, wie ich gesagt. Oh, hier greifen ja alles an. Mal sehen, was Blast zu sagen hat. Ich will euch einen letzten Rat geben, obwohl ich weiß, dass es nicht klug. Kicherspuk verdankt ihre Kräfte ihren eigenen Geschöpfen. Sie wird so gut wie unverwundbar sein, solange ihre Champions belebt sind. Aha. Gut zu wissen. Na gut, ich dachte, die Flaschenkürbisse haben was zu bedeuten. Und das Ding hier, was hier an dem Baum hängt, oder da, was soll das bedeuten? Soll das eine Anspielung auf das Blair Witch-Projekt sein? Wollen wir mal dieser Hexe wehtun? Kicherspuk, Herr der Untoten. Mit dem Herr der Untoten, versteht sich. Na dann, wo sind deine Untoten-Typen, die tot sind und nicht mehr leben? Nein, Sumpfgolem. Während der Belebung ist Kicherspuk geschützt. Tja, hat sich ausgekichert. Gleich. Oh, das war's schon. Tja, das war's dann halt. Mit deinen Träumen von Weltherrschaft, Universumsherrschaft und alles dazu. Gucken wir mal an, was du hier gesammelt hast. Menge Geld, was uns natürlich erfreut, und ein Infanteriestreitkolben. Gut, das wäre denn das. Dann ist es halt hier. Bringen wir halt diese vier Steine. Vier Steine. Na komm, muss ich noch 300 Kilometer laufen? Na endlich. Eins. Zwei. Und 4. Tada. Aha. Was öffnet sich da?
Die Elementaroase. Stufe 45. Und wir sind 47. Und es gefällt mir natürlich, dass wir mal wieder über den Mindestanforderungen liegen. Ich hoffe hier, diese ganze Nummer ist jetzt nicht wieder mal so pervers groß wie andere Gebiete. Was haben wir gerade erledigt? Ist ja auch egal. Wieder mal nervige Pilze. Na, das ist doch klasse. Das hatten wir lange nicht mehr. Todeskappe. Ja, das gefällt mir natürlich. Ich weiß nicht, was ich verdanken habe, dass ich jetzt so viel besser reinhaue. Entweder die Tatsache, dass ich jetzt höheres Level habe und mein Zauber deshalb viel länger geht. Oder die Tatsache, dass ich meine Attribute allgemein erhöht habe. Ja, natürlich. Geht mir jetzt das Mana aus. Und mein Tier kann natürlich nicht ordentlich zuhauen. Und was bist du? Ist ja auch egal, was du bist. Du bist tot. Oh Gott, wo kam die denn auf einmal her? Aus Pilzhausen, bitte sehr. Aus diesem Grund esse ich keine Pilzsuppe. Wisst ihr, was noch nerviger wäre, wenn aus diesen ganzen Pilzdingern... Boah. Wenn aus diesen ganzen nervigen Pilzdingern am Ende noch Pilzspuren, noch mehr von diesen Schreipilzen werden würden. Ausgeschrien. Was war das denn? Wollt ihr mir jetzt wieder so ein Ding aus... Ja, so ausmachen. Mann. Das ist wirklich nervig. Wenn ihr bei ein paar Minuten Magie mitten in solchen Mistsituationen das ausgeht. So, genug jetzt. Ich trinke das auch, als hätte ich sonst nichts. Ich meine, ich trinke das Zeug so, als hätte ich unbegrenzten Vorrat. Ich habe ja nur noch 22 Magietränke, aber 123 riesige Heiltränke. Schade, dass es jetzt nicht mehr so diese Fähigkeit zu geben scheint, von wegen, wie nannte man das, Umwandlung. Obwohl, in Torchlight gab es das glaube ich nicht. Da verwechsel ich gerade mal wieder was. Ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war, aber ich habe mal ein Spiel gespielt, da konnte man diese Heiltränke, wenn sie so auf dem Boden lagen, umwandeln. Nämlich Magietränke in HP-Tränke. Oh Gott. Magietränke in Heiltränke und umgekehrt. Das wäre auf jeden Fall eine sehr nützliche Fähigkeit für sowas hier. Ja, genau. Lass dich über Tod schlagen, anstatt Ersatzzauber zu machen. Wirklich realistisch, dieses Spiel. Wenn wir übrigens die letzte Quest in diesem Gebiet gemacht haben, werde ich mir erstmal wieder ein bisschen Verzauberung holen. Wo bin ich jetzt gelandet? Wasser, anscheinend. Und es scheint zu regnen. Sieht auf jeden Fall mal richtig schön aus. Magische Kristalle. Ich bin ja eigentlich immer recht empfänglich für solche mystische Stimmung. Keine Ahnung, woran das liegt.
Was ist das? Schnee? Was bist du? Eiselementar. Geheimnisvolle Schultern. Vollstab. Tja, eisig dich zu sehen. Was bist du? Feuer. Heiß. Ups. Tja. Feuerbarson. Was mir aber nichts bringt. Ich wette, hier sind auch noch zwei. Eis habe ich erledigt. Feuer habe ich erledigt. Fehlen nur noch Elektrizität und Gift. Ich wette... Gift. Nee, Elektrizität. Oh. Na dann wollen wir uns mal an das obligatorische Wörtchen machen. Na denn. Auf den letzten. Zum Gift, elementar. Sag ich doch. Beschwört Zombies. Welche Zombies? Ich sehe keine Zombies. Komisch, der war am schnellsten kaputt. Na denn. Das war's. Einzigartige Fähigkeiten. Oh, ja. Okay, da bin ich jetzt ziemlich über den Wert raus. Und was bedeutet das? Jetzt schicke ich mein Tier weg, auf das es was verkauft. Und da der Typ hier nicht verschwindet, werde ich deshalb nochmal ein paar neue Sachen erstmal verzaubern. Na gut, das soll es dann erst einmal gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.